Dass der Grenzübergang Bajakowo endlich wieder frei ist, viele Lkw-Fahrer können es immer noch nicht fassen. Tagelang hatten die meisten Trucker hier festgesessen, auch Alexander Schujka. Er fühlt sich wie viele andere als Opfer eines politischen Kräftemessens zwischen der kroatischen und der serbischen Regierung. Die Kroaten sagen, sie hätten ihre Grenzen wegen der syrischen Flüchtlinge geschlossen, die aus Serbien kommen. Das ist der Punkt. Tatsächlich hatte der Streit um die Flüchtlinge eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt. Serbien hatte Zehntausende Menschen an die kroatische Grenze gebracht. Kroatien sah sich überfordert und revanchierte sich mit einem Einreiseverbot für serbische Lastwagen. Die Antwort: Einfuhrverbot für kroatische Waren nach Serbien. Kroatien wiederum konterte mit einem Einreiseverbot auch für Privatfahrzeuge. Dass die Blockade jetzt wieder aufgehoben wurde, heißt nicht, dass die Regierungen zur Vernunft gekommen sind. Wahrscheinlicher sind wirtschaftliche Gründe. Tagelang gab es keine Warentransporte zwischen Kroatien und Serbien. Da Kroatien viel mehr Waren nach Serbien exportiert als umgekehrt, ist der Schaden für kroatische Unternehmen deutlich höher als für serbische. Die von Kroatien angefangene Blockade hat sich als Bumerang erwiesen. Am Auslöser der Krise zwischen Kroatien und Serbien, dem Umgang mit den Flüchtlingen, hat sich wenig geändert. Tausende Menschen werden von den Regierungen immer noch hin und her geschoben. Und manche Politiker scheinen aus der Not der Flüchtlinge noch Kapital schlagen zu wollen.